Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate to the Games und ich darf wieder für euch und mit euch eine Pokémon Top Trainerbox öffnen. Dieses Mal die Top Trainerbox Drachenwandel in der Edition mit Fulipoba, Blitzer, Flamara und Nachtara. Die gibt es auch noch anders. Ich zeige euch mal die andere kurz. Die habe ich nämlich auch noch hier. Mit Felinara, Glaziola, Aquana und Psyana. Und das ist meine private. Die gibt es dann nur bei mir und das ist die für Gate to the Games, die ich jetzt öffnen werde und wir gucken, was da Schönes drin ist. Ihr habt vielleicht schon das Display-Opening gesehen, die Booster-Packs haben mich etwas verwirrt und ratlos zurückgelassen, denn in einigen Booster-Packs sind einfach mal zwei Holos drin oder eine Wii und ein Holo und einfach mal 12 Karten, obwohl da bloß 10 drin sein sollten. Das ist alles sehr verwirrend, das verwirrt mich. Und wir gucken jetzt, was hier Schönes drin ist, wie immer sehr, sehr viel Pappe, ne? Also das kann erstmal weg. Dann haben wir hier das gesamte Set, gerade für Sammler, sehr, sehr cool. Ihr könnt das ganze Set abhaken und wo ist die Karte, die wir haben wollen? Ich zeige sie euch, wartet mal. Wo ist hier. Die beiden wollen wir haben. Das sind unsere Most Wanted Karten, Dragoran V und Alternative Art Dragoran V. Dann hier noch ein paar Strategiesachen, wie man Items einsetzt, was die einzelnen Trainerkarten machen können, Kombination mit Pokémon und so weiter und so weiter. Also richtig cool. Gerade für die TCG sammeln und spielen ist es immer meine Empfehlung. Top-Trainerboxen kaufen. Super zum Karten aufbewahren. Sehen richtig cool aus im Schrank. Und dazu könnt ihr abhäkeln, welche oder abhaken, welche Pokémon ihr schon oder welche Karten ihr schon habt. So, gucken erstmal hier rein. So sieht das Ganze aus, wenn ihr das öffnet. Viel, viel Pappe wie immer. So, dann haben wir Booster-Packs drin. Ganz, ganz wichtig. Eine Spielanleitung ist auch mit drin. Spezielle Zustandsmarken, Würfel habt ihr mit drin zum Schaden anzeigen. Ihr habt Decktrenner mit drin. Ihr habt Energiekarten mit drin. Einen Code fürs Online-TCG ist auch mit drin. Und wie immer 65 Kartensleeves für euer TCG-Deck. Also sehr, sehr cool. Ich finde das immer cool. Ich sammle die Top-Trainer-Boxe schon ganz, ganz lange. Seit XY rauskam, habe ich angefangen damit. Und ich finde die richtig, richtig cool. Und die kann man sich so schön in den Schrank stellen. Das sieht echt geil aus. Das ist auf beiden Seiten das gleiche. Lass mich kurz gucken. Ja, auf beiden Seiten sieht man das gleiche. Sonst war immer das Porträt etwas größer, etwas kleiner, je nachdem, wie rum man das gedreht hat. Und ich packe erstmal den Rest ein. Und dann legen wir los mit dem Opening. Das Ganze ist wie immer in der Beschreibung verlinkt. Zum Schluss gibt es etwas zu gewinnen, wie schon die ganze Woche. Nämlich ein Pokémon Drachenwandel Sammler Set und zwei Booster legen wir oben drauf. 2, 4, 6, 8 Packs sind drin. Oh, diesmal ist von jedem zwei dabei. Wir hatten jetzt schon Nachtara und Rayquaza als Glückspack. Ich nehme jetzt mal Felinara. Fangen auch mit Felinara an und beenden das mit Felinara. So. Und gucken, was wir Schönes drin haben. Wir legen los mit Drachen im Wandel. Oder Drachenwandel. Nicht Drachen im Wandel, sondern Drachenwandel. Top Trainer Box. Und gucken, ob wir Glück haben oder nicht. Wie gesagt, Dragoran ist immer noch die Most Wanted Karte. Vielleicht ziehen wir sie noch. Es geht weiter mit dem kleinen Hubelupf. Duodino. Nachahmerin. Blicknoll. Kindwurm, Zurukex, ups, Traumato, Arctip, Traumato als Reverse und ein Lusardin als normal Rare. Das war schon mal nichts. So, mal kurz mein Telefon etwas beiseite legen, wenn ich das alles hier hinkriege. So passt das. So, es geht weiter mit Vati, auch sehr, sehr schönes Artwork. Dann haben wir Bundleby, Roy, Barschwar, Cottonee, Flicknoll, Emolga, Bluthutzel, nochmal Flicknoll, Alcerus und nochmal eine Uhafnir vom Typ Drache mit 200 KP mit den Attacken Überschallknall und Synchrokrach. Schade, ich mag es immer nicht, wenn ich Karten doppelt habe, aber das hilft mir natürlich auch,
teilweise Karten zu verkaufen und zu tauschen. Aber immerhin schon mal ein Pull aus der Top-Trainer-Box. Außerdem müssen wir bedenken, normalerweise kann das ja auch jemand kaufen, der einfach sagt, ich will bloß Top-Trainer-Boxen kaufen, kein Display. Dann hat er jetzt schon mal ein Hafnir am Start. Als erstes Rayquaza hat schon mal einen Drachen gegönnt. Rayquaza könnte auch gerne nochmal einen Drachen gönnen. Und zwar den orangenen, süßen Knuddeldrachen. Ich mach Drago an. So, es geht weiter mit Pyroleo mit einem richtig coolen Artwork. Mondsonnenorden, Aroma Lady, Carnivana, Flabébé, Hummels, was sein Leben abchillt, Samurzel, Liebeskuss, die Iris Flugdrachenrolle und ein Pumpkin als normale Rare. So, Duraludon. So, weiter geht's mit dem Schleifenorden. Schatzenergie, Muntier, Kapuno, Lilmanip, Lampi, Dartiri, Ibiskus, ein Irrus Sedimantur und ein Branawarz als normale Rare. Lilmanip. Oh, Amelias Entschluss. Ach, cool Karte. Schleifenorden. Arctilas. Geronimatz. Irbis. Pikachu. Lilmanip. Hummels. Ein Reverse Rare Kapaloris. Und ein Holo Galar Zapdos. Also von den drei Galar Vögeln, ne? Also von diesen Galar Form Arctos, Zapdos, Davodos, finde ich Galar Zapdos sogar mit am coolsten vom Style her. Ich mag auch die anderen beiden, aber so Zapdos ist so. Ich weiß auch nicht, weil mein normaler Zapdos auch schon mein Favorite ist von den dreien. Aber Galar Zapdos ist auch richtig cool. So, Kubuin. Nachahmerin. Duodino. Hummels. Samurzel. Libiskus. Kindwurm. Irbis. Kleptifuchs als Reverse. Und Tropius als normale Rare. Gar nicht gesehen, Tropius, ne? In keinem einzigen Booster-Pack vom Display hat er Tropius drin. Aber dafür haufenweise pinnen wir. So. Vorletztes Pack. Gummihandschuhe. Entoron. Lanas. Cottonee. Bummels. Emolga. Carnivana. Arctip. Ein Reverse Rare Tengulist und eine Gyarados V. Okay, sehr, sehr cool. Ich liebe Gyarados. Gyarados ist eines meiner absoluten Lieblings-Pokémon aus Gen 1. Und wir haben Gyarados V vom Typ Wasser mit 220 KP mit den Attacken Rot sehen. 20 mal Schaden für 2x Wasser, 1x farblos. Diese Attacke fügt für jede Schadensmarke auf diesem Pokémon 20 Schadenspunkte zu. Oh, das klingt sehr gut. Und schwerer Sturm, 180 Schaden, 3x Wasserenergie, 1x farblos. Nice, ich mag Gyarados. Ich bin gerade sehr, sehr froh über diese Pokémon Wii. Wenn es Full Art Gyarados gewesen wäre, natürlich noch mehr. Aber bin schon happy mit dem normalen Gyarados. So, letztes Pack, das Glückspack mit Felinara. Bringt es uns Glück, ist jetzt die Frage. Bringt es uns die erhoffte Dragoran-Karte, eine andere Secret Rare, eine Rainbow, eine voller Trainer-Karte? Wir werden es sehen. Tauschbecher. Kastelit. Fließender Angriff. Flugdrachenrolle. Barschwa. Zurokex. Traumato. Voltilam. Litomit. Der Reverse-Tauschbecher. Und das letzte Pack in dieser Top-Trainer-Box bringt uns ein Papunga Holo. Und das war's leider. Schade. Aber wenigstens noch ein Papunga in Holo. Habe ich auch schon, glaube ich, zweimal. Aber naja, man kann nicht alles haben. Immerhin hatten wir
zwei Hits in dieser Top-Trainer-Box, nämlich Ohafnir und Gyarados. Flug-Pokémon hassen diesen Trick, Elektro-Pokémon lieben diesen Trick. Und ich finde beide richtig cool. Beides meine, oder nicht meine Favorite-Pokémon, aber zwei meiner Favorite-Pokémon. Gefallen mir sehr, sehr gut. Und ja, das war's mit unserer Top-Trainer-Box vom Set Drachenwandel. Und ihr möchtet natürlich wissen, was müsst ihr denn tun, um zu gewinnen? Ganz einfach, ihr schreibt in die Kommentare, ich möchte gewinnen. Und dazu schreibt ihr einfach, welche Evolution, also Evoli-Entwicklung, ihr am meisten mögt und warum das vor allen Dingen tut. Das würde mich nämlich mal interessieren. Und was gibt es zu gewinnen? Natürlich wieder das Drachenwandel-Sammler-Set plus zwei Booster-Packs von uns oben drauf gelegt. Und bitte, bitte, bitte stellt eure Abonnenten oder Abonnements auf öffentlich, dass wir auch sehen, dass ihr abonniert habt. Wir wählen bloß aus, wenn ihr wirklich Abonnenten seid. Also bitte auf öffentlich stellen, damit wir das machen können. So, das war's von uns. Alle Produkte wie immer in der Beschreibung verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonnieren nicht vergessen, ganz, ganz wichtig. Und Kritik, Anregungen, irgendwelche Ideen gerne in die Kommentare. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Da gibt es dann noch den 3-Pack Blister mit Kubuin. Auch nochmal was zu gewinnen. Und dann kümmern wir uns um die Pokémon wie Themendecks. Endlich mal wieder. Yeah. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.